Kein Wettkampf ohne ein bisschen Drama. Der Bär einfach voller Verräter. Eigentlich brauche ich den Bären ja nur zum Anzünden, also von daher. Ja, und dann läuft er jetzt trotzdem da im Hintergrund immer so rum. So. So, ich gehe jetzt erstmal mein Blut verpulvern. Oh, Moment, ich war irgendwo Platz 1. Wow. Oh, ich liebe diesen Bär, der ist so süß. Ah, ich habe mir Combo Platz 1 geholt. Bei der Schockliebe. Ah, Yanfei ist schon cool. Ich mag ihre japanische Stimme. Yanfei! Ist sie ein Pokémon? Nein! No. Hauptsache, der hat einfach voll die. Aufwendigen Gerichte da gemacht und ich dachte mir so, what the heck? Ja. Bla 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 bla. Bei der aktuellen Premium-Gala in Granblue ist ja auch voll lustig. Da kam ja jetzt die Kindheitsfreundin von Namaya mit hinzu. Ja, ich hätte sie gerne dazu, aber sie ist zum Glück kein irgendwie Limited-Charakter geworden. Ja. Mal ein bisschen mehr Begeisterung hier. Wow. Na, das war zu viel Begeisterung. Ach, verdammt, ich wollte heute noch nicht viel draus. Versuchung des Adepten. Schau alleine schon eine Versuchung, du. Anyways. Muss ich meinen Content auf plus ab 18 setzen, oder was? Ja, obwohl, wir reden hier über Granblue, eigentlich müsste man das ja so teilweise auch so machen. Ich will Ciao. Er kommt nicht wieder, oder? Stimmt. Du hast ja die Quest gemacht, aber der kam ja nicht mehr, ne? Ach, oh lol, du meintest in der Quest? Ja, nee, in der Quest kam er nicht nochmal. Ich dachte jetzt, du meinst sein Banner. Ich hoffe, ich denke schon, dass sein Banner, also ich würde nur gerne mal wissen, wann der da sein soll. Ja, weil, aber die Infos lassen sie ja so schlecht raus. Ja, die sind da sehr transparent, untransparent. Ja. Was viele aufregt tatsächlich. Kann ich aber auch verstehen, dass man sich darüber dann aufregt. Ich nicht, weil ich meine, wenn ich die sagen, ich meine, man regt sich darüber auf, dass so. Die so intransparent ist. Das meine ich mit, dass die sich aufregen. Ja, also was kommt oder so, okay, gehe ich mit. Aber zum Beispiel bei Annie, was noch alles kommt, so an Geschenken oder so. Weil Geschenke sind ja grundsätzlich einfach geheim bis zu einem Tag. Aber die ganzen Plagen, die sind einfach so. Ja, nicht bis zu einem Tag, sondern meist so ab 1 Uhr morgens oder so. Vor allem richtig lustig, ich hatte gestern eine E-Mail bekommen von Genshin, dass doch
irgendwas gerade da wäre und ich es doch in-game abholen soll. Hab mich dann extra noch mal kurz eingeloggt und musste feststellen, da war nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob die E-Mail eventuell ein bisschen zu spät kam oder so. So, mit was beginne ich eigentlich jetzt? Ich überprüfe nochmal, habe ich die Event-Quest fertig für aktuell noch? Ja, habe ich. Okay. Boah, sorry. Den konnte ich jetzt echt nicht. Der war jetzt echt. Hast du gerade den Stream noch? Ja, ich bin schon am Stream. By the way, es ist zum Glück niemand da. Das du weißt schon, dass die Leute das nachgucken können. Ich weiß. Ich wollte ja gerade darauf hinaus. Das werden sie nur beim Nachgucken mitkriegen. Oh. Ich hab SR-Buch aus dem Blut-Dings bekommen. GZ, ja, das sind neue Grimory-Waffen, aber... Die darf ich aber behalten, ne? Ich weiß nicht, wie die Regel dafür ist. Mach einfach und behalt's jetzt und frag nach. Frag dann einfach generell mal im Discord eventuell mal nach, wie die Regeln sind. Wie gesagt, wir wissen dazu nichts. Also wenn, musst du fragen. Oh, Moment, es ist ja wieder ein neuer Monat. Das heißt, ich müsste erstmal eventuell. Nee, hab ich schon. Okay. Boah. Blood Colosseum heißt es, ne? Nee, Blut Grimoire. Also Blood Grimoire. Was von den Sachen mache ich jetzt erstmal? Ich glaube, ich mache erstmal das hier. Sollte vielleicht auch mal angreifen. Wäre mal eine Idee. GBF. Haben sie eventuell die Charaktere schon so grob eingeordnet? Würde mich nämlich gerne interessieren, wo sie gelandet ist. Is there a certain rule you have for this, like? Okay, das ist Schweiß ja nicht so. Aktuell noch ein bisschen Akasha laufen. Und ich denke mal. Ach ja, das Gute ist jetzt, ja. Vielleicht hätte ich das fragen sollen, bevor ich gezogen habe. Maybe, aber jetzt ist es halt nicht mehr zu ändern. Außer du hast noch nicht, außer du bist noch in der Auswahl. Ja, gut. Dann würde ich ja mal sagen, Pech für die. Also für denjenigen, der jetzt das Buch haben wollte, weil... Jemand anderes hatte auch das Buch, glaube ich. Rin hat auch das Buch gezogen. Rin ist aber auch Debuffer. Dass er das dann wahrscheinlich behält, macht dann schon Sinn, je nachdem, wie sein Set aussieht. Dann tut's mir leid für ihn! Ja, das ist halt die Sache, wenn man...
Wenn man da die Regeln nicht drin stehen hat schon, ne? Ja, also es wäre für sowas wäre es schon gut, wenn man was weiß. Yep. Wie war das bei uns gewesen? Eigentlich. Naja, bei uns war das ja dann irgendwann mittlerweile egal, wann wir was wir mit den Waffen machen, aber wir hatten ja dann einfach so gesagt, du musst halt für dich entscheiden. Entweder du gibst zweimal das zurück und holst dir dann eher die Crystals, oder wenn du es behalten willst, behältst du es. Nur muss ich dazu mal sagen, für mich war das eher dann immer so, ich hab's lieber behalten. Lieber zurückgegeben, weil die Crystals in dem Moment halt mehr Sinn ergeben haben. No, don't worry about it. Okay. Naja. Ich denke mal, dann werden die sich halt auch das denken, was wir uns gedacht haben, dass sie einen Fuck auf diese Waffen geben. Aber jetzt wissen wir es halt. Ja, aber ich werde wahrscheinlich. Also, Buch und Stab würden mich halt interessieren, tatsächlich. Alles andere würde ich dann halt zurückgeben. Warum nur Buch und Stab? Was ist mit der Harfe? Ja, mal abgesehen von der Harfe. Also, ich denke mal, Harfe ist ja. Selbstverständlich. Ich wollte ja nur nachfragen. Ich wollte nur sagen. Wann kommt die Mister um 10? Okay. Hast noch ein halbes Stündchen. Hast du deinen Laptop schon wieder aus? Ah. Ich frag nur. Ja, laufe ich jetzt wirklich weiter, Akasha? Ich meine, ja, ich könnte noch ein bisschen was gebrauchen. Ich brauche noch. Also ich glaube, Kitching und Jiangling, die werden richtig gute Freundinnen. Ach, du meinst jetzt durchs Event, ne? Mhm. Ich wollte gerade irgendwo hin und was gucken, irgendwann, Blue. Ich hab's instant wieder vergessen. Mach das, was du vorher gemacht hast. Nochmal. Ja, nee, das hilft nicht. Ich war vorher nur in. Aber die haben ja. Die haben ja nicht umsonst im Banner ein Bild zusammen. Ja. Ich meine, Avatar und Fiedel macht jetzt nicht. Ja, ich glaube, ich werde heute Abend die ganze Zeit noch Akasha laufen. Weil macht irgendwie aktueller Mann. Was? Nee, beide. Nee, sag doch erstmal. Beide und Niguan spielen manchmal Schach am Brötchen. Ja, was meinst du, warum die auch geschippt werden miteinander? Das weiß ich schon, aber ich dachte jetzt, das mit dem Schachspielen wäre irgendwie, weiß ich nicht, einfach so entstanden in der Fanbase. Ach so, nee, ich glaube. Aber das ist ja jetzt quasi bestätigt. Also ich glaube, das meiste wird dann schon aus der Lore stammen. Ja, ich weiß aber nicht von. Ja, frag mich auch nicht danach. Muss man ihn über beide. Bußgeld, Einstellung. Okay, da brauche ich aber Freundschaftsstufe 4. Bußgeld? Wait a minute. Oh,
ihre Farbe schon gemacht. Gut. Ja, ich wusste das. Ich wusste, dass ein Tippfehler gemacht hat. Oh. Passwort. Passport. Hier ist mein Passport. Was machen wir mit dem Stein? Macht es. Ich wette, der Stein ist irgendwie so ein Ei. Ich wette mit dir. Nee, der ist was völlig anderes. Ich bräuchte also eigentlich Pistols. Also der Stein ist was völlig anderes, was da rauskommt. Das kann ich dir jetzt schon verraten. Aber ich habe mich weggeschmissen, weil es gut war. Also was rauskommt, erfährt man halt noch. Oh, ich habe irgendwie mit so einem süßen Geodrachen gerechnet, der dann unser Freund sein wird. Wo kann ich denn hier gucken? Kann ich nicht. Ich muss hier gucken. Und ich bin ins Wasser geflammt. Ups, wieder. Bin ich gerade blind? Mhm. Ich nehme es nämlich gerade an, weil ich es gerade nicht. Da, Alex. Was wollen die von mir? Ah, ich hatte den Bogen schon. Schade. Well, da. Wahrscheinlich muss ich wieder 500 Mal da drüber gucken, um zu gucken. Ah, da. Oh, da sind ja Flötchenabdrücke drauf. Was? Ich brauch Pepperoni. Oh. Na gut. Ja, für was? Ja, für diese Fleischbällchen da. Die ich zubereiten. Ja. Hier, yeah, Pepper. So, I have cooked. Das ist aber schon nice. Oh, da. Zinkern. Warte mal, das Roving Ground. Ich weiß, wen ich brauche eigentlich jetzt für Roving Ground. Brauche ich ja zum Glück nur 30 und ich habe. Ja, ich habe fast die Hälfte davon. Nee, halt, das waren Bögen. Ups. Wo ist Pistols? Da. Das heißt, ich brauche noch 32. Fuck. Ich wünsche einen schönen guten Abend im Chat. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Freitag und einen schönen Start ins Wochenende. We will wait. Okay. Kommt da jetzt ein anderer Bär raus? Oh mein Gott! Nein, da kommt kein anderer Bär raus. Oh. Die Statue soll ich nicht nein. Ja, warte, da kommt noch mehr. Oh mein Gott.
so erstaunt jetzt darüber? Irgendwie ja, schon. What the heck? Ja, ist halt nun mal so. Jetzt frage ich mich, ob die das von vornherein schon wussten. Also, Mihoyo, ob die das von vornherein gewusst haben oder ob die das jetzt einfach mal so dachten: Ach komm, gehen wir das viel in meine Rolle. Naja, also die werden sich schon was dabei gedacht haben. Wo war ich denn jetzt hier stehen geblieben? Nee. Ach, jetzt weiß ich, was ich noch nachgucken wollte. Bin ich das gestern schon gelaufen? Falls ja, habe ich schon ein Problem. Ja, bin ich schon gelaufen, okay. 7. Oktober. Das Yo, what? Okay, das heißt, ich habe ein bisschen Zeit, um auf diese 40 Sachen zu gucken. Aber wenn ich schon mal weiß, dass ich... Guck mal. Ich hoffe, ich hab noch eine zweite. Bitte lass mich eine zweite Pistole haben. Nice. Gott, Stash. Rust Weapons. Unload. Rust. Einmal bitte vollständig ankappen. Danke. Wo sind fuck, das reicht nicht, okay, schauen wir mal. Wir könnten locker ein Anime draus machen, ne? Wie viel kann ich mir im Monat holen? 8. Ich nehme 8, danke. Muss ich die jetzt noch abholen? Nein, hab ich direkt im Lager. Geh weg, Anzeige. Ist gerade störend. Inventory. In den Stash. Rust Weapons. Filler. Serious. Whoop. Rust. Falls ihr euch fragt, was ich mache, ich mache gerade Micromanagement, beziehungsweise will Sachen vorbereiten für Charakter-Uncap, was hier sich bei einigen Charakteren ein bisschen als umständlich erweist. Oder halt recht kompliziert, wenn man nicht genau weiß, was man machen muss. Gehirn rechne. Habe ich jetzt genug? Ich glaube. Ich brauche 6 für die Relic. Eine dafür für das Element. Das macht er ja. Ja, schau! 2, 4, 6. Mist, fehlt mir trotzdem eine. Mann. Dann muss ich hoffen, dass sie mir in den nächsten Tagen droppt. Okay. Hold up who you are. Ich mal lieber noch nicht machen. Wie sieht's mit den Raids aus? 2 sind noch aktiv. Gehe ich in den nächsten Akasha Raid rein. 32 Pistol Shards. Kann man sich aber auch nicht einfacher verdienen. I need
wir das, das. Na komm. Das ist das. Oh mein Gott, ich brauche jetzt. Brauche ich dafür jetzt noch? Ah, okay, dann muss ich gleich mal nachgucken. Distinction, Stars. Das ist, by the way, egal. Da, schwarz. Oh. Okay, ja. Okay, nö, gibt nur Akasha Raid dann. Ach, das ist jetzt. Ich weiß jetzt echt nicht, ob ich bis dahin 32 Stunden. Okay, 31. Ja, mir ist gerade eine gedroppt. Mictran hat die außerdem auch noch geantwortet. Ich habe mich schon gefragt, wann der mal auftaucht. Was? Oh. Wer? Jungmi? Ach so, ja, gegen Ende. Ja, die hat quasi das gesagt, was ihr immer gesagt hattet. Richtig. Die Waffen sind halt nicht gut, die sind halt nur für den Anfang gut. Mhm. Oh, ich hab mir wirklich ein Treffen zwischen den beiden gewünscht, nachdem ich das jetzt erfahren habe. Das würde sich nur lohnen, wenn ich die blaue Truhe farmen würde. Will ich aber nicht. Ich will eigentlich nur. Okay. Leute, wir sind keine Kinder mehr. Stop saying that. Oh, das ist nicht das einzige Mal, dass ich die Shards sammeln muss. Oh Gott. Oh. Ich gehe dann. Ja? Was heißt? In 3 Tagen verfügbar, okay. Was in 3 Tagen? Die nächste Quest. Ja. Ich hab doch gesagt, Montag geht's weiter. Ja. Ist aber ja bei hätte uns. Ja sein können mit den, wie sieht's aus? Mit den Amulett. Dass es wieder Punkte kostet quasi. Nee. Ich bin frustriert. Also hol ich mir jetzt die blauen. Wenn du jetzt Mona kriegst, na. Wenn ich jetzt Mona kriege, dann. Nee, weiß. Ich krieg da nichts. Da krieg ich auch nicht Mona. Ich hab auch nicht damit gerechnet, dass bei mir heute Kichingo vorbeikommt. Und so an die Tür klopft. Hallo, bin da.
Mona ist noch beschäftigt. What's up, Biatch? Ah, Mann. Nein, ich kann eh nichts machen, weil. Slayer. Und die sind erstmal in die Genshin-Pause. Ein Genshin-Pause. Akasha. Ja. Ich meine, ich laufe den jetzt gerade nur für die erste. Wenn ich die Charaktere alle dann auf 5 Sterne habe und die dann auf 6 Sterne bringen will, brauche ich nochmal. Okay, das fiese Riesen. Manche Raid-Bosse müssen nicht gut aussehen. Ich meine, mal abgesehen von Bab und Belial. Ja, ich meinte ja Baal. Weiß ich nicht. Ich habe mich auch gefragt, was du mit Baal willst, weil Baal sieht hier anders aus und ist ein Kerl. Ja. Und ist vom Element Erde. Ich meine, ich habe eine Yu-Gi-Oh! Karte, die Baal heißt. Und Belial habe ich auch. Ich habe eine Pokémon-Karte namens Baal. What? What? Was ist denn da Baal? Ja, niemand, das war ein Joke. Ja, du bist nicht lustig. Ich habe nie behauptet, dass ich lustig bin. Au, das war mein Knie. Ich hoffe, du ziehst den Look. Ich warne schon mal alle eventuellen vor, bitte eure Lautstärke nicht zu laut haben. Oder ich hab das schon einmal gezogen, aber ich habe eine Waffe bekommen. Achso, ich dachte, du sagst irgendwas dazu. Nee, hey, ich hab doch gesagt, es ist weiß. Das habe ich nicht mitbekommen. Lol. Dann habe ich ja gesagt, ja, das wird halt nicht. Ah. Aber ich kann ja trotzdem schon mal die Waffe. Du kannst aber auch die Leute einfach in Zukunft warnen, so. Wir machen eine einfache Regel auf. Du solltest nicht pullen, wenn ich streame, sondern du streamst dann selber, wenn du pullst. Dann kannst du die Leute in deinem Stream vernichten, ja. Ja. Und by the way, dann kannst du mich immer noch da als Mod setzen. Und. Oh, das kannst du danach noch was hören. Oh, du, das juckt mich nicht, ob ich danach noch was hören kann. Dann kann ich wenigstens sagen, ich höre nichts mehr. Nope, halt, ich muss jetzt hin und. Gott, dieses ganze Hin- und Her-Geklicke. Ach, davon ist das Lied, lol. Hä? Meinst du jetzt, was gerade läuft? Nee, ich habe jetzt gerade umgeschalten und da ist ein Lied quasi, was ich ständig auf TikTok gehört habe, aber ich habe nie nachgeguckt, von wo das war. Jetzt weiß ich. Jetzt kann ich in den Shop, jetzt kann ich da rein. Jetzt gehen wir hier hin. Schusswaffe. Mache erstmal das. Das Element ist komplett Banane. Ja, danke. Und ein. Jo, machen wir doch gleich mal das erste. 2. Gott, meine Federn gehen zum Neige. Ich weiß nicht mal, wo ich die Federn herkriege. Oh, doch, von den Event. Oh, lol. Ja. Gut. Oh. Willst du dir meine Brille mal ausziehen, ja? Ich weiß nicht, ob das was ändert. Du bist trotz Brille nicht schlau. Ich zieh auch keine Brille an, um schlau zu sein, Vollidiot!
besitze aktuell 7. Und brauche irgendwas wie Brotheu, ich kann mir nur 50 herstellen. Kann ich mir echt nur täglich 50 erstellen? Nein, gut. Yay, und ich hab so viel wieder. Oh Gott. So, einmal durch. Wo kriege ich euch eigentlich her? Davon, okay. Ich glaube, ich muss demnächst doch mal irgendeinen ich glaube, ich muss die nächsten paar Events mal so richtig aktiv farmen. Then do it. Ich hab kein Goldbrick mehr. Oh mein Gott. Ah, na man, gut, dass ich mir darüber einholen kann. Okay. Ja, trade one. Kann man die nicht farmen? Nee, Goldbricks stellst du ja durch Goldnuggets her und das Event für die Goldnuggets kommt ja nur. Einmal im Quartal. Und ich glaube, ich habe nicht genug Prismen, die ich mir holen kann. Prismen. Hätte ich mal. Oh Gott, wir sehen jetzt so wieder. ich hoffe. Oh Gott, meine. Oh. So, mir fehlen jetzt immer noch 100 tolle. Kann ich mir immer noch welche hier craften? 20, okay. Mir fehlen ganze 80. Wie viel kriege ich damit? Das reicht nicht. Das heißt, ich krieg's aktuell heute nicht. bei welchem Stand bin ich eigentlich? Gold weg. Müsste der letzte sein. Das heißt, morgen? Nö. Sonntag krieg ich's auf Stream hin, wenn ich dran denke. Nett. Daily Login. Was war denn gerade so? Wo sind die eigentlich gerade? Die helfen doch gerade dem einen. Im Spinnenwald da. Ah, ja, okay, ich weiß wo. Und, ja, ja, mehr musst du nicht erwähnen. Wir wollen mal hier wegen Hashtag Spoiler und so. Man kann nie wissen, wie weit die Leute Demon Slayer geschaut haben. Deshalb, ich wollte nur gerade wissen, wo in etwa, nicht viel, sondern das hat schon gereicht. Das heißt, ich mache hier Special und Angel da. Ja. Wir nehmen Feuer. Da ist sie drinne. Perfekt. Spiel gibt mir einfach die Tage noch eine Waffe und ich bin zufrieden.
Warum hat die Angst vor dem? Weil darum. Ah, okay. Ich muss sagen, die Kindheits... also Azusa, so heißt sie, die Kindheitsfreundin von Amaya, die ist von ihren Skills eigentlich recht nice, und dazu das EMP-System von ihr ist auch super. Also ich würde mich freuen, irgendwann sie mal zu ziehen. Könnte man eigentlich auch recht gut in einem Autosus, in einem Autoteam nutzen dann. Kamehameha, weg damit. Und C, genau. Das heißt, ich brauche jetzt da noch 30. Oh. Ich glaube, das wird sehr lange dauern. Bogen, okay. Doppelbogen, ja toll, das ist sie. Das heißt, wo sind... Raid Akasha. Ich glaube, ich muss das dann am Montag anfangen mit den anderen beiden Raids. Zumindest muss ich das auf 2 Wochen aufteilen, damit ich die... also ich meine, den Akasha Raid würde ich jetzt noch so... würde ich die Woche noch so lange laufen, bis ich... 30 Pistol Shards hab oder Gun Shards, und dann würde ich mich eher darum kümmern, sie noch zu leveln, Sephon zu leveln. Ja, das sollte passen. Dann kann ich mir überlegen, ob ich am Montag entweder Avatar oder Fiedel. Was wäre denn dir lieber? Avatar oder Fiedel? Erstmal aufhängen. Ich will das auch machen. Hast du mal gerade WhatsApp geguckt? Ich verstehe es gerade nicht. Funktioniert jetzt doch dieser Beta-Modus von WhatsApp, oder? Ich bin gerade... Ich meine, wir haben zum Glück heute nicht viel in der Gruppe geschrieben, aber trotzdem, das ist so gerade. Das müsste eigentlich von dir kommen. Nach dem, was ich heute schon in die Gruppe geschrieben habe. Eo lag schreibt. Siehst du? Funktioniert also. Also dann geht der Beta-Modus jetzt. Jetzt kann er doch kommunizieren per. Was für eine Beta-Modus? Was? Lark meinte, es gibt irgendeinen Beta-Modus bei WhatsApp Web, dass so unabhängig, dass dein Telefon nicht mal mehr unbedingt verbunden sein muss und du in WhatsApp schreiben kannst. Ach so. Ach. Oh, lol.
Warte. Null. Diese Reaktion um diese Uhrzeit, das ist so confusing. Du hast mir immer noch nicht auf meine Frage geantwortet. Was? Was für eine Frage? Montag, Avatar oder Fiedel Raid? Fiedel ist der Todesdrache, wie ich ihn liebevoll nenne. Ja, nimm den Drachen. Drache ist immer gut. Okay. Also du meintest jetzt Todesdrache, wenn ich jetzt richtig zugehört habe. Yes. Okay. Wo ist Tanjiro sauer? Das war gerade ein grausamer Move, aber okay. Solange du jetzt nicht wegen Panik mir ins Ohr schreist, ist alles in Ordnung. Gönni, was ist das denn? Ja. Ja, beim Event werde ich auch mal gucken, dass ich vielleicht mir noch eine Drawbox hole. Ja, es sollte reichen dann erstmal. Neuer Monat, das heißt auch, ich kann traden. Ich kann mir die Dinger holen. Junge, vielleicht solltest du in einem Wald nicht schreien. Ah, die Beine. Ganz ruhig. Sie sind nur im Fernsehen, sie sind nicht in der Realität. Mal bei den Summons. Summon brauche ich noch. Da brauche ich noch dafür welche. Judgment hatte ich komplett. Ja. Der Typ ist einfach nur durch. Welcher Typ? Inosuke. Ja, sowieso der. Der ist. Keine Ahnung. Hör auf, dieses wohlige Gefühl in mir auszulösen. Haben Sie ihn wieder mit Komplimenten überhäuft? Ja, indirekt. Ja, irgendwas war da, ich kann mich grob erinnern. Hat ihm doch geholfen da. Und er nur so. Werbung.
von McDonald's? Vorsicht, nicht, dass ich das, dass wir jetzt gleich deswegen geklemmt werden. Erzählt uns die Story von einem Spiel, aber komplett lame. Wir fangen an. God of War, Vater und Sohn gehen wandern. Hä? Was? Final Fantasy Crystal Chronicles. Paar Leute machen was für die Umwelt. Was liest du da vor? Twitch-Tweet. Ein Junge hat einen Schlüssel und 13 Leute in Schwarzkunden finden ihn doof. Der ist gut. Kannst du das bitte nochmal vorlesen? Was denn, den Twitch-Tweet? Naja, den letzten Teil davon. Ich hab den durch dein Gelache dann nicht mehr ganz... Ein Junge hat einen Schlüssel und 13 Leuten in schwarzen Kutten finden ihn doof. Ah, oh Lord, wow. Wow. Blöcke abbauen, um sie danach wieder aufzubauen. Du Leute, Dark Souls, du läutest Glocken und stirbst. What? Ja, kann man. Pokémon, du sammelst Haustiere und wirst random von einem Typen gemobbt, der dich nicht leiden kann. Ja, that's true. The Witcher 3, alter Mann, sucht Adoptivtochter. Ja, aber das ist wirklich der gesamte Plot dahinter. Nein, ich möchte nicht senden, ich möchte... Kind bricht Schullaufbahn ab und unterstützt die alleinziehende Mutter, indem er sie an Tierkämpfen teilnimmt. Hierbei wird einem dementen Professor geholfen, sein Lexikon der Tierarten wieder zu reparieren. Oh. Aber schon eine heftige Beschreibung für Pokémon. Oder Minecraft. Man baut ein Haus, das nie fertig wird. Ja, das kannst du aber nicht nur auf ein Haus beziehen, das kannst du auf alle Bauten beziehen. League of Legends, 10 Leute, die Sachbeschädigung begehen. Breath of the Wild, ein Typ erwacht und geht wandern. Zelda Wind Waker, 11-12-Jähriger geht segeln. Ja, aber bei Breath of the Wild ist nicht einfach so, er wacht auf und geht wandern, sondern er wacht auf und muss eine Prinzessin retten, die eigentlich schon seit... Ja, du musst es richtig lame erklären. Ach, oh, dann sag das doch. Nein, hast du by the way nicht. Das habe ich vorgelesen. Beschreibe ein Spiel in langweilig und lame. So. Ja, hattest du aber nicht vorgelesen. Ich habe vorgelesen. Erzählt uns die Story von einem Spiel, aber komplett lame. Du hast einfach nicht hingehört. Nee, das stimmt nicht. Das ist jetzt Lügenpresse. Vielleicht. Was? Hier ist was für dich. The Legend of Zelda. Story über einen Typen im grünen Gewand, der kann nicht sprechen, macht ständig Vasen kaputt und versucht damit eine Blondine zu beeindrucken. Das ist gut. Das ist literally gut. Ach. Und dann braucht man später nochmal 200 davon. Gib mir nicht das Schwert.
Pokémon. Teenager zieht aus und wird zum Tier Messi. Da fehlt mir das mit dem senilen alten Professor. Tag soll's. Jemand versucht ein Lagerfeuer anzumachen. Horizon Zero Dawn. Ein Mädchen sammelt Schrott. Fallout 4. Vater sucht Sohn. Ja, mal gucken, was Fallout 5 wird. Wenn es jemals kommt. Witcher 3. Wortkarger Mann mit langen Haaren rennt durch den Wald. Undertale, Mann läuft durch eine Welt, um Monster zu retten. Ich glaube, sobald der Raid durch ist, gehe ich kurz nochmal ins Event und laufe da. Ach, das meinen. Was? Ernsthaft? Twitch lässt, so gesehen Porns laufen. Und das wird hier auch immer wieder erwähnt, aber. Hä? Wo hängst du bitte gerade so ab auf Twitter? Immer noch an demselben Ding. Twitch kriegen es nicht hin, Personen, die. Das ist zwar kein Game, aber das schreiben die ja trotzdem drunter, ne? Es ist nett, dass du sagst, immer noch in demselben Ding. Ich würde immer noch gerne wissen, was für ein selbe Ding. Ja, das mit den lame erklären. Spiele lame erklärt. Ja, von welcher Seite kommt denn das? Kommt das von Twitch selber? Von deren Twitter? Von Twitch? Also Twitch hat ja, das gepostet. Ja, ist das deren Twitter-Account? Ja. Ja, dann sag das doch einfach. Das macht es doch einfach mal viel einfacher. Jetzt brauchst du jetzt hier rumboxen. Ja, komm hier, Diamat. Oh. Ah, Chaturas Charge Attack Animation. Wie Tanjiro so gerade seine Technik geändert hat. Ach, meinst du jetzt vom Element? Mhm. Als er quasi den Grund da erwischt hat. Mhm. Oh, lol, ich hab ne blaue Kiste gedruckt bekommen, lol. Jetzt bin ich aber mal gespannt, warum die so ein Schiss hat. Oh. Warum? Ach, der Grund ist einfach erklärt. So, machen wir mal kurz ein bisschen Story, bis wir Torbox haben. Box der Tor. Schon, komm schon, spuck aus. Ist es jetzt aus? Aus. Gut. Und Kavusch. Ja gut, wenn ich so einen Kerl hätte, dann würde ich auch freiwillig sterben. Oh. By the way, das wird noch, glaube ich, genauer erklärt, wenn es jetzt nicht schon kam eigentlich. Aber ich fand's zum Beispiel schön, dass Tanjiro seine Technik geändert hat, weil er dachte so,
sie ist ja eigentlich nicht so böse, so, weiß ich nicht. Um ihr quasi ein friedliches Ende da zu bescheren. Ja, ich weiß, was du meinst. By the way, dann hast du meine Frage aber vorhin falsch beantwortet, als ich gefragt hatte, wegen dem Element. Er hat ja dann nur sein einen seiner Moves abgeändert. Ja, meine ich doch mit Technik geändert. Ja, aber ich hatte doch gefragt, ob er dann das Element geändert hätte und du sagst so ja. Ich dachte, du... Ach, das Element... Ja, da habe ich auch nicht habe ich auch nicht wirklich mitbekommen, dass du gesagt hast, Element geändert. Kann sein Element ändern? Warte einfach, ich sag dazu jetzt mal nichts. Eigentlich, also ich habe die Szene tatsächlich mehrfach gesehen gehabt, weil Spoiler halt so, ne, Twitter und so. Ich hatte aber eigentlich gedacht, das wäre irgendwie noch ein traurigerer Ausgang, aber okay, jetzt wird wahrscheinlich erst rauskommen, was wirklich passiert ist, also was wirklich da abgegangen ist. Also warum und laden. Das hast du jetzt so kryptisch erzählt, dass ich nicht mal verstanden habe, was du damit aussagen willst. Ich habe jetzt auch keine Spoiler hier. Klären wir das nach dem Stream. Die Musik einfach so beruhigend. Ich sollte eigentlich dauerhaft Grand Blue Musik im Hintergrund laufen bei mir. Laufen lassen. Nee, Skolein! Oh Mann. Nee, Skotchan! Kommt die deutsche Stimme von Inosuke so hart bekannt vor? Dann muss schon mal gerade googeln. Ich kann es dir nämlich by the way auch nicht sagen. Dennis Schmidt von... Warte mal. Ja, und? Wait. Schmidt-Voss, das war doch... Das hat er nicht im Bruder oder so? Gerrit Schmidt-Voss, ja, denke nicht. Ja, und weiter? Uday Chopra aus dem Bollywood-Film. Das war's? Also. Wie, das war's? Eddie Murphy! Oh mein Gott! Wir es geklärt, gut. Also zumindest als Esel. Lol, er hat ernst. Ja. Oh, nice, nice, nice. Warte, Schreck der Dritte. Der hat den Kronsprecher gewechselt? Hm.
Alex Karev aus Grey's Anatomy. Okay, ich bin meine Minute kurz weg. Bin gleich wieder da. Eine Minute? Ja, really? Eine Minute, ja. So, wieder da. Der hat auch Duke Devlin gesprochen aus Yu-Gi-Oh! Und oh, okay. Zane aus Jinx. Okay. Jetzt kommt er mir auch bekannt vor. Ja, also und damit sein kann... Halbbruder, der Gerrit Schmidt-Voss, Leonardo DiCaprio. Der ist uninteressant, was der will. Nein. No. Jeremy Renner. Was? Wenn du lachst und gleichzeitig redest, verstehe ich dich nicht. Sehe nicht so, so gut. Gerade. Der rennt. Der rennt, wie ich rennen würde. Du meinst um dein Leben? Ja, wer würde das nicht tun, wenn man in so einem Wald reinläuft oder rein muss? Was ist das? Was ist das? Was? Junge, dann lauf doch einfach weg! Das heißt noch 400. Oh Gott, das. Ist die groß? Das denke ich mir jedes Mal! Wer sich fragt, was Junge, lauf! Meinte, ist eine Spinne. Lauf! Oh Gott, das ist so eklig! Dich gewarnt. Den Bruder meintest du also damals, okay. Ja, ja, kann sein, dass ich genau ja. Den meinte. Da gibt's ja zwei Brüder, sag ich mal. Ja, aber ich meine, ich habe mich ja damals schon recht deutlich ausgedrückt, welchen von beiden ich genau meinte. So. Ey, wenn ich genauso vergiftet wäre wie der, dann schwört mir instant den Kopf auf Schnee. Alter, nee. Du würdest das machen. Ja. Sinitza aber nicht. Moment, wenn... Oh, dann. Oh. Ja. Nee, schon gut. Wird's schlimmer? Weiß ich nicht mehr.
Du sollst mich doch warnen bei so Mann. Hat sich Senizes Arm oder so schon verändert? Seine Hand. Ja, okay. Nee, dann weißt du was auf. Weißt du ja was. Oh. Junge, geh doch weg! Junge! Oh Gott. Nein, Senize läuft nicht mehr weg. Kannst dich aber schon mal auf die Folgen nach dem Wald freuen, die sind auch noch recht witzig. Solange es keine Spinnen gibt, ist mir das egal. Nö, das dann schon nicht mehr. Boah, wenn mir jemand sagt, dass ein Gift mich zu einer Spinne verwandelt, ey, Alter. Ich glaube, das würde dir einfach keiner sagen, sondern daraus eine Massenvernichtungswaffe machen. Jetzt frage ich mich ja, ne? Das spielt ja irgendwie. Ja. Also nicht in der modernen Zeit wirklich, oder? Nein, tut es nicht. Aber wie hat sich bitte Senize die Haare gefärbt? Naja, also, dass man Haare färben kann, das war ja zu der Zeit trotzdem schon möglich. Es gab ja recht unterschiedliche Methoden, um sich die Haare da zu färben. Also woraus sie überhaupt den Farbstoff zum Färben bezogen haben. Ah! Jetzt weiß ich, wie seine Haarfarbe geht. Am besten. What the fuck ist das? Hat man gerade erklärt bekommen, wie er seine Haare gefärbt hat? Ja! Oder? What the fuck? Boah, ich weiß es nicht mehr, by the way. Muss Blitz! Oh, jetzt wird's mir. Ja, er war halt ein Pechvogel zu der Zeit. Erinnert mich an Bennett. Oh. Los. Und ich will nicht zu einer ganzköpfigen Menschenspinne werden! Und dann so. Meine Haare. Wieso fallen schon meine Haare aus? Das hättest du mir vorher sagen können! Junge, du hast es doch gerade selbst schon festgestellt. Ich würde sagen, RIP. Ja, nee. Ich glaube, du spielst. Jetzt kommt der gute Senizi. Deine Sache manchmal ist es so. Was denn? Ja, nichts, aber so einfach so. Ja, bei wie viel? Ich glaube, ich sollte mal sehen, wie zu kosten. Nice. Ich habe 13 Drawboxen geklärt bei diesem Event. Wach. Reset. Danke.
Ja. Inventory. Ich will nicht reduzieren. Ich hätte gerne. Oh. Nö, da gab's jetzt nix. Das heißt Raid. Der Raid ist immer noch aktiv, dann gehe ich mal da noch mal kurz rein. We need a backup. Ah, verdammt. Backup. Players. Dead, dead. Aktiv, aktiv und ich bin aktiv, okay. Weiter geht's mit dem Crusher Raid. I want to give him headpad. Wem? Dimitri. Ah, du meinst die Kopien? Ja, die sind auch gruselig. Oh. Nope. Hauptsache, der hat die Stimme von Ichigo. Ichigo. Ein bisschen mehr Damage, vielleicht hilft es ja. Beziehungsweise, auf wie viel komme ich, wenn ich die komplette Rotation laufe von meinen Skills? Lässt sich sehen, finde ich. Ah. Perfetto. Das Geschichte. Gib mir Pistol. Warum kriege ich jetzt wieder nur Schwert? Raschel, raschel, knirsch, knirsch. Nee, für Essen ist es jetzt zu spät.
brave Tatzen gehen gleich Haier machen. Wer sagt, dass ich brav bin? Hab ich das auf dich bezogen? So, das ist aber ein Busch. Wir greifen weiter an. Oh oh, oh oh. Wie zur Hölle habe ich das überlebt? Aber na gut. Cool. Naja, okay. Ach verdammt, ich hab vergessen. Anzupassen, lol. Bin ich auch eine schlaue Tomate? So. Hättet ihr aber auch mal auffallen können, dass mein Titel noch falsch war. Also meine Stream. Dass die Stream-Info falsch war. Nun, mein Laptop ist gerade ausgegangen, also. Tja, Akasha, ich stelle dir vor, Namaya. Warum lebt das Ding bei 2% noch? Okay, 1%. 1%. Okay, 0%. Wir haben es geschafft. Und mein komplettes Team einfach auch mal down. Das ist ein Deutsch. Ich brauche Pistol. Ich brauche Gun. Wenn das so weitergeht, habe ich bald die Hafen vollständig. Super. Sowas von nicht lustig. Oh Gott. Wieso kam ich nur auf die Revenant-Charaktere jetzt zu machen? Wieso? Tell me why. Okay. Was lachst du jetzt schon wieder? Gut, das hast du nicht gehört. Alles gut. Und du meinst dein Gesinge? Doch, das habe ich gehört. Ich hab's nur nicht ganz verstanden. Weil du ein bisschen zu leise warst. Mit Absicht. Aber vielleicht wollen wir das alle hören, was du da gesungen hast. Nein. Doch. Nein.
Doch. Nein. Ah. Ah. Nein, 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 nein. Survival. Oh Gott! Ja, das denke ich mir auch gerade. Ich werde mit einem Meteor beworfen. Ha! Warum bleibe ich jetzt... Oh Leute, ich habe einen Ring bekommen. Axt. Ab mit dem Kopf! Oh, das ist ätzend, dass man das nicht beeinflussen kann. Oder kann man das beeinflussen? Nice. Ich nehme aber mal eher an, nicht. Das. Machen Peng. Oder probiere ich das jetzt einfach gleich mal? Ich weiß nicht, ob das mit einem Bandit-Tag-Team funktioniert. Einfach jetzt mal aus. Upp. Upp. Give me. Ich nehme den mal. Keine Ahnung, ob das funktioniert oder nicht. Okay, das dauert wieder. Kann ich aber... Shop. Treasures. Ich brauche Prismen. Ja, Tanjiro, geh zurück. Ah, okay, deshalb hatte ich nicht genug. Okay. 10 davon habe ich noch übrig. Oh. Oh mein Gott, wie hässlich, nee. Ja, doch. What the fuck? Sagen Sie Daddy zu ihm? Was sagen Sie zu ihm? Daddy? Also, das Hill hat es Vater genannt, ja. Ja, okay, dann ist es das Ding.
Meintest du nicht, dass er auch irgendwie in irgendeiner Form schlimm wäre? Ich meine, das ist ein hässliches. Ich wollte gerade sagen, hast du dir mal sein Gesicht angeguckt? Ja, das Gesicht interessiert mich nicht. It's ugly. Ja, das aber ist... dem wachsen jetzt keine Beine oder so, oder? Nö. Hm. Aber sein Gesicht, so im ersten Moment dachte ich mir so... Irr. Ja. Der ist aber auf eine andere Art und Weise schlimm. Weil er so draufhaut. Ohne Rücksicht. Ja. Genau das. Hab ich ja schon gesehen vorhin. Aha. So, was seine Frau betrifft. So, damit durch. Noch irgendein Raid durch? Nein. Ich glaube, dann bleibe ich doch lieber auf meinem Relic Buster Team. Ja, doch. Macht dann schon mehr Sinn. Warum haben die die. Warum müssen die Relics eigentlich noch so viel kosten? Ich mag den Schwarzer Eigen, dessen Namen ich mir nie merken kann. Gio? I don't know. Du meinst, der Tanjiro angeleitet hat zu seinem Meister? Ja. Ja. Ah, da ist er. Brauche ich nicht. Hab ich nur ein. Ach, sind das die Jäger? Oh, sieht man den dann jetzt auch in Action? Naja, nicht so wirklich da. Naja, warte einfach ab. Das kann man schlecht wirklich sagen, ob es Action ist oder nicht. Upgrade? Also ich glaube, das Schwert ging nicht durch, danke. Nee, nicht Replikas. Wollte ich gerade mal was gucken. Ah, Leute, das funktioniert nur mit den Dingern. Okay. Aber warum habe ich dich favorisiert? Du hast mir eh nicht angezeigt. Okay.
War der Mann von Demon Slayer nicht eigentlich schon Grease? Also Ende? Weiß ich jetzt gerade gar nicht so wirklich, das kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß aber schon Infos zur zweiten Staffel. The final volume was released in Japan in December 4, 2020. The final volume included a few extra panels and contents, and this is the new ending. Es ist vorbei. Oh mein Gott, Naru best. Sie hat's gefinisht. Ich dachte schon, natürlich muss es Bogen sein. Mann. Auch nicht. Schon wieder Schwert, oh Mann. Schon etwas. Ja. Ah, würde ich eventuell mit einem Clown. Bin ich mir nicht so sicher. Puff, die Puff. Puff. Das. Tanjiro wurde weggeht. Durch. Woher auch immer gerade der Damage kam bei mir, aber okay. So, next. Ich habe gehofft, dass die Drop Rate von den Gunshots einen Ticken besser ist. Survival, Survival. Ich glaube, nope. Doch. Lol. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war ja. Ich brauche noch 6 Hafen-Shards und ich bin mit den Hafen fertig. Eine Gun. Sie existieren noch. 2? Nein.
Oh wow. Okay, ich brauche noch 5 Hafenshards. Let me in, please. Ach, fuck. Fuck, fuck, fuck. Okay, dann halt nicht. Dann hier rein. Okay. Ich ruf nach Hilfe. Shane, help, please. Shane? Ah, okay, du bist noch da. Ich dachte, du bist jetzt gerade geflogen. No, no, oh. Jetzt habe ich es genau falsch rum gemacht. Please let me. Ich glaube, jetzt sind die ganzen Spieler wieder wach fürs Farm. Ja gut, jetzt ist auch 6-7. Wow. Was? Das nenne ich kurzes Intermezzo. Und wieso? Der hat den einen jetzt voll zerstückelt. Ja, der eine Bruder. Ja, ist doch normal und verständlich, würde jeder so machen. Wir sind. Ach, wie sieht's eigentlich bei den anderen Sachen so aus? 19 Deutsche, 14 Speere, 4 Äxte, wow. Okay. Das waren doch die Pistols. Ja, das waren sie. Okay. 6 davon, 35 davon, 13 und 15. Okay. Wir haben da übersicht. Die Raids gehen schneller durch, als ich meine Rotation durch habe. Ich glaube, dann kürze ich meine Rotation einfach nur auf Baha und die beiden ab. Okay. Also, ich höre nur
Kampfsound im Hintergrund und du so, lustig. Ja, keine Ahnung, ich muss so, er läuft, ich muss warten, bis Tanjiro wieder das. Moment, was ist das für eine Einstellung? Und geht wieder zurück. Der Gegner so, what? Ja, aber Tanjiro hatte ja zu Inosuke auch gesagt, er soll ja da warten. Mhm. Also von daher. Und nicht sterben. Er soll ja nicht sterben. Ja, genau. Läuft der weg? LOL! Ich hab nur. Wow. Okay, nur ein Raid war fertig. Nein, 16 Bögen haben wir jetzt. Okay. Oh, das wird ja länger dauern, als ich dachte. Na gut. Wo gab es jetzt eigentlich nochmal den? Den hier. Auch nicht da. Gold. Nee, zu weit. Hier, Damaskus Knife. Deshalb wird das auch empfohlen. Ha. Huh. 100, da würden wir noch 60. Ah, ich weiß nicht, ob das eine gute Überlegung wert wäre. Ich bezweifle es. Ich habe noch 3 Gifts offen. Was bringen die mir? Wasser für die Sonne, das ist sehr gut. Quest und wie sieht's bei den Raids aus? Immer noch nicht. Revenant. Dann ist das wirklich schon das letzte. Boxhandschuh, das ist jetzt eher so. Was zur Hölle? Okay. Ich habe hier gerade eine Raid-ID angenommen. Der hatte einfach mal geschrieben. Also ich zitiere das, indem ich das jetzt einfach vorlese. Narus Mom Thick Horn. Wo ich mir so denke. What? Jo. Hm.
lol, das ist der tote Typ, der hier spammt. Oh, lol. Ist ja mal lustig. So. Und wie sieht's jetzt aus? Wieder ein Raid fertig. Und rein. Ich überlege gerade, ob ich nicht doch noch ein Multi im Grand Blue mache und dann einfach mir die fehlenden 500 Crystals übers Event, über die Drawboxen noch farme. Weil wie gesagt, ich hätte schon gerne Narus Kindheitsfreundin. Aber so wie ich mein Glück kenne. Pull. Du hast. Denk an dein Glück heute. Das war in Genshin. Du weißt, dass. Ja, und? Ah, ja, na gut. Gut, dann zieh ich das jetzt durch. Ja. Ich kann nicht hingucken, was. Nee, das sind Kopf bin ich. Wow, der Vater wurde gerade hässlicher. Ich sag doch, es geht auch hässlich. Okay, mal gucken, was es wird. Wird es zu einem Rainbow? No, kein Rainbow. Also, das ist schon mal ja, nüscht. Das war so dope. Wie war das noch mit meinem Glück, Shane? Ich hab doch gesagt, ich hab das heute in Genshin gelassen. Ja gut, wie viele Drawboxen brauche ich? 4 Stück. Ja, mache ich. Morgen oder Sonntag. Das Event läuft ja zum Glück noch. 2 Raids sind fertig. Ich brauche. Naja, gut, auf 9 Gunshards komme ich wahrscheinlich heute nicht mehr so. Da hätte ich wenigstens die Hälfte zusammen. Oh, das wird ja dann richtig witzig zu Neujahr, wenn ich die ganzen Tage fast live streame. Mit den Gratis-Multis. Da lockst du dich dann aber bitte auch wieder ins Game ein. Wieso?
Vielleicht, weil du dann noch irgendeinen nice Hot Cat Boy bekommst. Warte, ein neuer? Naja, für dich neu. Ein Neujahr oder wann? Ja. Neujahr, ja, Silvester, das fängt davor schon an. Ich mal sehen, wie ich drauf bin. Ich werde dir sagen, und es sind geschenkte Multis, die du da bekommst. Also wenn du die nicht warst. Ich muss gucken, wie ich drauf bin. Was? Feiertage sind bei mir so eine Sache. Ja, und? Komm ich vorbei? Nix, ja, und? Doch. Streh mich von dir aus, weißt du? So. Bring ich noch meine Konsole mit, damit wir beide Genshin spielen können. Über einen Fernseher. Ja, wenn er bis dahin noch überlebt. Also. Oh, wie ist das? Alter! What? Der geht einfach smoothly mit dem um. Oh, da ist schon wieder einer fertig. Okay. Dann erstmal rein. 40%, wa? Kann ich mir vorstellen, dass die bei 40%. Ja. Ups. Wo sind sie? Ich hab das Gefühl, die müssen sich neue Schwerter schmieden. I don't know why. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst. By the way, wenn sie ihre naja gut, das wäre jetzt hart Spoiler, deshalb gut, dass ich... Ah, warte. Nee, sag ich dir, wenn offstream. Nicht im Stream. Na gut. Ich weiß ja nicht, wer alles wie weit Demon Slayer gesehen hat. Von daher. Ach. Und ich weiß nicht, ob ich auch so versehentlich irgendwann minimal gespoilert habe. Ich glaube nicht, der Chat ist ruhig. Vielleicht lassen sie das auch nur nebenbei laufen und machen nebenbei noch Stuff. Und by the way, gut, dass ich Huschenbonbonster habe. Mein Hals wird gerade kratzig. Ja, auf einmal, keine Ahnung wieso. Jetzt haben die Huschenbonbons wenigstens einen Nutzen. Das ist ein Schwert. Ich brauche keine Schwert. Ich brauche Pistol. Easter. Ja, nee, das war Steph. Mojito. Was willst du jetzt mit einem Mojito? Nein, Inosuke nennt Tanjiro doch nicht einfach, also der nennt ihn nie Tanjiro. Ach ja. Ah, jetzt sagt er Tanjiro! What? Okay, der Dude ist schon hot. Welche? Der wird nur ein bisschen zu sehr geheilt. Gio. Ach, Gio. Komme ich bei den 6% noch rein? Das wäre lustig. 6% noch am Leben. 6% sind noch am Leben. 6% sind noch am Leben. Ach, toll. Bahamuto! Eteko! Oh, Leute, ich kam nicht mal mehr durch. Na gut.
Aber mit Barmut hat gesessen. Stab. Bogen. Also bei Bogen bin ich jetzt genau bei der Hälfte, was ich noch brauche. Lol. Oder bin ich da? Welches Highschool-Lady ist dabei? Was läuft gerade wieder Highschool-DD? Ja. Weiß aber nicht welcher. Das ist nicht Staffel 1. Es ist Staffel 1 ist das einzige, was ich. Es könnte Staffel. In welcher Staffel war der neue Zeichenstil? 3? Neuer Zeichenstil? Ja. Die haben doch das, die hatten doch bei einer Staffel das Studio gewechselt und dadurch kam auch ein komplett neuer Zeichenstil dazu. Ich muss hier gerade gucken, wie Elias aussieht, dann kann ich. Ja, oh Gott. Nee, das will ich nicht sehen. Ja, dann ist das Staffel 3. Oh dann mein. Back to Genshin! Back to Genshin, ja, eigentlich wollte ich was zeichnen. Das sind nicht die Zeichenutensilien, die du wolltest. Du wolltest Genshin. Ich liebe diesen alten Star Wars-Spruch. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Hey, das... du bist gerade im Fernsehen. Hä? Was? Hä? Ich habe gerade auf den japanischen Sender geschaut. Alter! Und die haben einfach so eine heiße Quelle mit ganz vielen Affenkissen. Oh, wow. Hallo? Wieso ich? Oh, du und deine verdammt dreckige Lache. Ja! Pistel! Ah, sei ruhig, du mit deiner dreckigen Lache. Das ist nicht nett. Ich schmoll jetzt. Dann schmoll mal. Was? Du hast gar keinen Grund zu schmollen, du Kitschin und Sayo ever. Ich weiß, ich bin nur müde. das. Machen wir noch das beides raus. Oh. Waffen. Also zeichnest du jetzt oder machst du Genshin? Ich überlege, was ich zeichne. Genshin kann ich immer noch machen. Du kannst aber jetzt Genshin machen, während du auch überlegst. Do you know? Aber was soll ich in Genshin machen? Ich hab da nichts mehr. Weiß nicht. Zeug sammeln. Randoms, irgendwelche NPCs anhauen, denen nichts passiert, die dann zurückschrecken und... Also ich würde da nur reingehen, wenn Chao irgendwo stehen würde, aber der hat mich verlassen. Ja, no Chao for you today. No one's dead. Was? Ich bin schon in diesem Raid? Oh lol. Dann gehe ich in diesen. Gar nicht mitbekommen, dass ich da schon drinne bin. Wupp. Oh, wie mache ich das jetzt? Mal doch einen Grand Blue OC. Nee, da bin ich nicht in der Materie drin. Mal ein Blau Grand Blue OC. Ich
Ich habe mal nicht die ganze Geschichte irgendwie im Kopf, also das wird ein bisschen schwierig. Boah, soll ich die dir in einem Crashkurs erzählen? Ich meine, wie soll das bitte enden? Gramp. Ich meine, aus dir dann einfach so richtig hardcore für einen, ich weiß nicht, was Belial ist im Endeffekt. Antagonist, Protagonist, I don't know. Klingt aber mehr nach Antagonist. Belial ist ein Antagonist, definitiv. Ja, und dann so, Und dann diese ganzen Catboys, I can't. Aber Catboys. Ich versuche schon in Genshin kein. Moment. Kein Harem mir anzueignen. Stop it! Nein, warte. Hier. Cat und dann Male. Was hab ich denn alles für männliche Brut? Oh. Cat. Ah. Ach, heißen die Eruko oder? Ja, Erune. Oder. Also. Hesrod, ja. Ich weiß, das war auch der. Ich hab auf das. Ich wollte nicht. Ah, ich wollte auf das Plus klicken. Guck dir sein Sixpack an. Oh, halt. Ach gut, das bleibt. Ja, super. Ich will aber keine Weiber sehen, ne? Ich hab extra nur die männlichen. Das eine ist eine Dual-Eine. Das ist männlich. Das sieht ein bisschen aus wie Noel. Von der Haarfarbe und Figur her so ein bisschen. Nee. Ja. Machen wir jetzt Partnervermittlung hier? Ja, wie gesagt, das hier ist die Dual-Einheit. Also. Aber er ist der Catboy. Nee. Ich will dir nur zeigen, was es für schnotte Dudes gibt. Wie wär's mit einem hotten Prinzen? Ja. Ja. Das werden dann erstmal zwei in dieser. Warte. Ja, I know. Hier ist er nochmal in seiner normalen Version. Ja, aber den zählt trotzdem nur als einer. Ja, das andere war seine. Der zählt trotzdem nur als einen. Sorry. Jetzt hast du aber einen übersprungen, ne? Was? Nein, hier oben war der, den ich hier als erstes. Und jetzt wollte ich den, nee. Den ich übersprungen hatte, wollte ich gerade. Okay. Yes. Nee. Schon allein bei dem Bild denke ich mir so, nee. Das ist aber nur sein erstes Bild. Das andere habe ich halt nicht, seine andere Pose. Weil ich den nicht irgendwie gelevelt habe. Hier, everyone's favorite. I can relate, ja. By the way, I like him too. Weil he's darkness. Ja? Zeox. Mhm. Einer der mächtigen Eternals. Ich weiß nicht, er könnte so dein jo, dein Mut sein mit dem Gesichtsausdruck. Gott, du musst richtig gerade nah ran. Wieso kann man das nicht vergrößern? Geh mal noch zurück da zu dem Banner-Ding-Gedöns, wo man sein Gesicht ein bisschen näher sieht. Hat der eine Brille auf? Ja.
Okay, ich dachte, das sind Augen, ne? Aber ja, gut. Könnte das mein muss... Mut sein. Ist aber eher so ein Knuddelcharakter. I want to pet his head. Ist das überhaupt eine Karte? Ja gut, dann hier halt... Estus? Er hat Zorro-Synchronstimme. Oh, ja. Im Japanischen, also. Okay. Aber das ist jetzt nicht der eine, den... Was? Doch? Ach doch, doch, doch. Ist er. Okay, ah ja, 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 stimmt. Denn ich hab den Namen nicht mehr richtig mitbekommen. So, dann hier, Ko. Ey, sieht aus wie so ein... Ey. Ja. Sieht irgendwie aus, als würde er... Weil sie psychisch drauf sein. Eigentlich nicht. Ja gut, das ist halt nochmal Seox. Ja, boing, boing. In einer Event-Outfit-Version gedönt. Ja gut. Alter, wie oft hab ich ihn? 1, 2, 3. Ich seh's, ja. What the heck? Warte, ich müsste ihn, glaube ich, sogar noch. Hä? Ich hab doch. Ich bin noch nicht komplett Banane. Ich hab doch. Vielleicht nicht als Kätzchen? Nee. Es geht mir gerade um. Sie. Oder? Sie, das ist. Hast du nicht gesagt, du hast gerade die Männer drin? Ja, by the way, aber vom Gesicht her ist das für mich. Sieht es eher mehr nach einer Sie aus als nach einem Er. But it's a boy. It's a small boy. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich bin nur immer vom Gesicht halt ausgegangen. Das ist ein großer Fehler. Ja. Mr. Levain, Mr. Big Player und seine Two Buddies. Sieht okay aus, also sieht schon gut aus, aber... I don't know. Da ist er nochmal. Dann Helnar. Nee. Vielleicht dann dieser fancige Herr. Wow. Totally. Okay. Sehr erfahren, I guess. Moment. Nehmen wir den noch erfahreneren Butler. Okay, den hätte ich gerne als Butler, du. Das kann allein. Man kann bestimmt gut mit ihm musizieren oder so. Oder, weiß ich nicht. Dann jetzt hier die beiden Arthur und Mordred. Yes, I like. Cute. Ich fand's aber schade, dass sie kein SSR-Mordred rausgebracht haben. In Bezug auf das aktuell laufende Event halt. He looks like a shy guy. Ja. Wieso habe ich jetzt gerade Tamaki aus Hero Academia im Kopf? I want to go home. Der Herr mit den vielen Monokeln. Ah, die Öhrchen sind süß. Aber sonst nicht. No. Ich will den nicht als Star-Charakter setzen. Da gibt's für mich nur eine. Naru.
Der erinnert mich ein bisschen an Bleach. Ja, an Gin, ne? Genau. Ja, oder hier der Detektiv aus Mungo Stray Dogs. Ja, ja, ja. Aber Gin kommt eher. Ja, ja, da musste ich auch gerade an den denken. Dann nochmal Stan aus dem aus der Duel-Einheit. Solo. Stan. Stan, the man! Kartoffelfisch? Ich glaube Flugdrache. Hm. Ein Fisch wäre irgendwie lustig. Nee. Zu kindisch. But the dog is cute. Dog is cute. Young Stan. Okay, I like. Kinda. Ja. Mach die strubbeligen Haare. Hätte er die mal behalten später. Den haben wir schon gesehen. Ja, die anderen haben wir dann alle durch. Oh. Was gibt's? Das wären im Groben 5 Catboys. Also. Wie wär's mit Potatoes? Nee. Was hätten wir denn so für Primals? Oh. Belial. Belial ist nur Sammeln. Kein Charakter, ich bin der hier bei dem. Der da oben. Der sieht irgendwie aus wie Akutagawa. Links, rechts, Mitte. Der erste direkt. Shiva ist das. Achso, der daneben? Daneben, das ist. Sandalphon. Ah, ja, den finde ich auch eigentlich auch nice. Sommer-Sandalphon? Ah. Moment, ach man, so vergesse ich immer das Close zu drücken. Dann. Was sind dann 6 Kerne? Grand Sandalphon. Everybody likes Sandalphon. Short. Ja, what? Abkürzung Sandy. Ich dachte Sandal. Nee, Sandy. Sandy. Ja, der gute Grimm, ne? Okay, 7. Die haben schon geiles Artwork. Wie gesagt, die Zeichner sind einfach. Ja, gut, das hier wäre nochmal Sander von. Hier, ich zeig dir mal Noah. Hm? Noah. Ja. Sieht mir ein bisschen zu heilig aus. By the way, die Primals sind halt Urbestien, so gesagt. Also Götter. Hm. Das sind alles Götter. Also die fallen alle unter die Kategorie Götter. So gesehen. Und by the way, Noah ist der Gott der Steuermänner oder halt der Luftschiffe. Er kam nämlich in der Staffel 2 von Grand Blue Fantasy halt vor. Da ging es ein bisschen arg auf ihn ein und so, und daher wusste man das dann auch. Ja, und dann hier der gute Azazel. Naja, Rage of Bahamut kommt von Cygames. Daher war eine Kooperation da halt. Nee, ich weiß. Nacht spielt das ja auch. Ja, wir hätten. Die hatte da auch. Was haben wir unter Others? Others? Was sind denn Drafts? Achso, Others kann ich dir gleich. Drafts kann ich dir gleich zeigen. Okay. Das ist doch hier. Lucio. Naru. Ja. Lucio. Ja, Naru, aber es gibt. Es. Ich
weiß, ich kann sehr überzeugend in diesem Punkt sein. Nein, du machst es mir nicht leicht, ein OC zu erstellen, wenn man fast zehn potenzielle Kerle hat. Boah, maybe. Was für eine Bitch wäre dann ein OC? Nee. Dann ist es. Nee, absolut nicht. Oh, okay. Interesse an einem Wolf. Mit zwei Schießäxten. Ist das nicht ein Mädel? Der Wolf gehört zu ihr. Nee. Seh. Ja, aber die. Der Wolf sieht cool aus. Not gonna lie. But ist halt auch an Red Riding Hood. So ein bisschen angelehnt halt. Du wolltest jetzt männliche Draf. Gibt's die überhaupt? Ja, gibt es genug. Er ist eher unwichtig. Er ist ein alter Sack. Sind die dann auch dementsprechend klein? Nein, die. Die sind nicht klein. Männliche Drafts sind riesig, weibliche Drafts sind halt kleiner. Was bedeutet riesig? Naja, so normale Größe 1,80, glaube ich. Warte, ich guck mal kurz. Okay, okay. Warte, ich guck mal hier bei ihm nach auf der Wiki. Gib mir a short moment. Wo ist er denn? Hallo? Hotti-Dotti? Hä? Bin ich jetzt komplett blind? Oh Gott. Oh, mein Laptop ist schon wieder aus. Wieso ist der Laptop schon wieder aus? Weiß ich nicht. Nee, ich würde gern Lore. Lore, ja. Okay, die sind nicht 1,80, die sind knapp 2 Meter groß, die Kerle. Dann kein Interesse. Also zumindest Reynarth. Jetzt warte nur, bis mein Laptop wieder aufgefahren ist. Ja, ich gehe derweil in die. So, kann ich wieder. Du bist wieder da. Ach nee. Also hier willst du dann, also bei Drafts willst du halt nicht weiter schauen. Nee, ich will dich nicht. Dann bleibt aber nicht mehr viel. Wir hätten dann nur noch. Naja, wenn Belia dazu kommt, sind es 10. Also. Wenn Cygames irgendwann mal der Meinung ist, wir geben euch Belial. Dann bleiben jetzt eigentlich nur noch die Menschen. Nee. Aber, guck dir Percival an. Look at his eyes. Wait, hängen wir den Dings noch hinterher. Look at his eyes. Hundert Jahre später. Refresh doch einfach. Nee, den mag ich nicht. Also, er ist okay, aber nee. What? Du verschmähst einen der Drachenritter? Ja. Dann, nein, komm, hier. Dann nimm Wayne. Wayne, du willst. Ich sehe Rengoku, oder wie der heißt. Ah ja, der ist ja aus dem Event. Nee. Also, ja, Rengoku habe ich auch. Ich habe, es gab ja, wie gesagt, das Crossover mit Demon Slayer. Daher habe ich ja auch Tanjiro mit seiner gesamten Truppe. Ach, Gio ist auch dabei? Dann? Sehe ich das richtig, dass Gio dabei ist? Nee, das ist gar nicht Gio, das ist Lancelot. Nevermind. Gio gab's nur als Summon. Lol?
Warte. 7 Seiten. Wer ist denn eigentlich der Dude neben Rengoku? Links, rechts? Also, ja, links. Neben dem Dragoon-mäßigen Dude da. Oh Gott, aus welcher Serie war der denn nochmal? Ich hab's vergessen. Der war aus irgendeinem Crossover-Event. Ich glaub, Duel Masters? Ich guck mal gerade nach. Feuer. Tausend Jahre später bis ich ach, da ist er. Das war das Crossover. Ja. Ach nee, das war das Crossover mit Shadowverse. Mit zu der Anime-Serie. Es gab ja von Shadowverse und dazu gab es ein Crossover, weil ja Shadowverse auch von Cygames ist. Und sie haben dann aber hier da Leute gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir mal die, worum es in der Serie geht, so durchgelesen und hat mich generell nicht interessiert. Also deshalb, ja, ist okay, but no. Ich wollte nochmal hier nachgucken, ist das. Aber ist das eigentlich ein Dragoon daneben gewesen? Warte. Nee, ich wollte nur selber mal was nachgucken. Warte, neben hier. Siegfried, ja. Das ist Siegfried. Das ist Feuer-Siegfried. Oh, sieht aus wie ein Dragoon auf dem Icon. Okay, jetzt ist es. Ja, aber das liegt einfach nur daran, dass seine Rüstung Ähnlichkeiten zu einem Dragoon hat. Ja, weil Drachen. Er ist ja einer der 4 Drachenritter. Look at him eyes. Ja. Ah, sie ist auch allein, ne? Ja, ich mag das Artwork. Ja, schön. Aber ich bin mehr der Susu und nicht Lulu. Susu? Moment. Ist genau hier. Kannst du dir, by the way, auch holen. Das Code Geass Event ist in den Side-Stories drin. Du kriegst alle Charaktere daraus aus der Side-Story. Du kriegst auch Susaku. Look at his butt. Hör auf! Weiß ich guck da so kurz langsam runter und du sagst dann, Gott. Double. Ich konnte es mir halt nicht verkneifen. Habe ich auch eine Zeit lang in meinem Windteam gehabt. Ich dachte, du hättest jetzt gesagt, ich habe auch eine ganze Zeit lang auf seinen Arsch geguckt. Nein, sowas sage ich nicht. Und tue ich nicht. Nice. Wie wär's hier mit Aglavone? Nee. Oh, wobei, doch. Der ist gut. Der erinnert mich auch irgendwie an hier dieses Moriarty the Patriarch oder so. Ja. Ich glaube, es macht Klick bei mir. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Warte mal. Man merkt, ich habe kein kein Typ. Du hast keinen festen Typ. Oh, hier, guck dir Albert an. Guck dir Dead Hot Boy an. He is hot. I like him. Wie viele sind jetzt nochmal dazugekommen? Wir waren bei 9. Wir waren bei 10, weil mit Billion eingerechnet. Und jetzt noch die beiden dazu, sind wir bei 12, okay. Wir halten mal fest. 13. Wer denn noch? Aber Lancelot finde ich eigentlich auch ziemlich nice. Aber den musst du mir nicht zeigen, weil ich weiß, wie der aussieht. Lancelot? Lancelot, ja.
Lancelot? Achso, ja, Lancelot. Oh, wo Moment. Ich doch meinte, der sieht aus wie Dings. Moment, hier. Ich zeig dir eine hotte Version von Lancelot. Ah. Bisschen Mucki. Okay. Ich geh mal wieder zum üblichen Suspekt, zum üblichen Programm über. Du darfst mir sowas als Sadist nicht zeigen! Genau deshalb habe ich dir das gezeigt. Momentan. Das ist. Vier Hafen noch und wir sind durch. Aber ich will keine Hafen. Ich brauche Pistols, Game. Pistols. Das ist eine Axt. Wann lernt das Spiel den Unterschied zwischen Pistole und allem anderen? Well. Schwert. Tolle Wurst. Da ist ein Raid, da ist ein Raid. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen die Content unterbrechen für ein bisschen Fanservice. Also angenehme Fanservice und nicht das, was man generell unter Fans. By the way, ich hätte das wahrscheinlich mit Look at his butt klippen sollen. Selbst. Das wäre so lustig gewesen als guter Clip. Oh, Moment, das kann ich im Nachhinein noch als Highlight machen. Look at his butt. What? Ja, du kannst so Highlights erstellen für, wenn du mit den Streams ja durch bist. Vielleicht mache ich das bei dem hier. Und sag, das ist ein Highlight. Mit deiner Reaktion vor allem danach noch. Also, ich fand es als Highlight ganz gut. Oder das mit dem. Wo es lag, wenn man ihn einmal braucht. Nein! Lag hätte mir das instant geklippt, wenn ich gesagt hätte, klipp. Ah, das wäre so lustig geworden. Und dann aber auf Twitter mit diesem. Du weißt schon, dass das ausgeartet wird. Mit Lark? Ja, definitiv. Oder Lark hätte dann auch so angefangen, so. Ich glaube nicht. Wobei, so sind aber schon ein bisschen präsenter. Das habe ich mir auch gedacht, als ich ihn so entwickelt habe. Und dann dachte ich mir so, warum diese Pose? Warum? Ich habe mir sogar richtig verkniffen zu sagen, er hatte aber eine sehr interessante Pose da gerade. Das erinnert mich an das eine Gespräch, was ich mal mit Hoshi hatte. Wegen CC und Dakimakura. Ich glaube, das, was du hattest auch... Nee, ich weiß gar nicht. Hattest du das? Ich weiß nicht. Wo dann irgendwie so es gestanden hatte, das kostet ja 500 Euro oder so. Und ich so, 500 Euro für eine Arschbacke? Nee. Also ich habe für das... Für meinen Bezug habe ich keine 500 Euro bezahlt. Ich glaube, das waren 20 damals oder so. Könnte ja so wie die halt meistens kosten, so 20 bis 40, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, was war. By the way, die Pose von Susaku, das ist auch noch seine Standardpose, wenn du ihn noch nicht mal entwickelt hast. Ich frag mich, warum ich eigentlich seine Standardpose genommen behalten habe. Ja, wegen dem Hintern gibt's so. Weiß es nicht. I mean, so ist a good looking man. He's handsome. Zack. Was? Also ich hab nichts gegen Susu, also von daher. Natürlich hast du nichts gegen Susu. But I like Lelouch more. Wen interessiert schon Lelouch? Hallo? Wenn man sie hat. Sie. Ja, wir reden aber gerade über die Männer, oder? Tun wir das? Bist du gerade bei Summons oder so? Ja, sie ist ein Summon.
Hattest du Gio gezeigt mal? Nee, kann ich aber noch. Wir waren ja nur bei den Charakteren. Ich muss das nur ein bisschen eingrenzen. Ich muss... Ach, natürlich ist er Wasser. Witzigerweise habe ich ihn aber nicht hier drunter. Ich müsste ihn im Lager haben. Warum hast du ihn im Lager, lol? Ich habe so einige Event-Summons im Lager. Ja, da, ich hab ihn sogar vollständig. Warte mal, kriegt man... Ach nee, das sieht man nicht. Das ist aber ein schönes Atmen. Warum ich ihn im Lager habe, einfach weil... ihn gerade nicht brauchst. Nee, er ist für mich halt nicht so, auch von seinem Call her. Er reduziert halt 70% des Feuerdamages, aber ich hab Charaktere, die mir das machen, dann kann ich das auch rauslassen, weil alles das, was sein Call mir bringt, habe ich auf unterschiedlichen Charakteren in meinem Wasserteam. Weshalb ich das... Ich habe ihn einfach nur behalten, weil er halt für den Homescreen genutzt werden kann. Ah, ja. Ja. I know. Ich sehe schon, du hast dich gerade in Grand Blue eingeloggt und hast erstmal. Doch, gibst du. Nein. Und hast dir Susu geholt und ihn dir auf den Homescreen gepackt. Nein, bei mir ist immer noch Belial im Homescreen. I mean, ich kann dich doch nicht entdolchen. Hey, wieso? Du kannst doch einfach auch so nur fürs Durchswitchen mal dir Susu geholt haben und in die Liste gesetzt haben. Du musst da nicht dauerhaft Belial drin haben. Du kannst doch eine komplette Liste haben. Was, das changed? Soll ich dir gleich mal zeigen? Ändert einiges. Du hast aber nur... Da wäre ich fast in Genshin runtergefallen. Guck mal kurz in den Stream, ich zeig's dir. Du gehst da auf Settings. Nice. Entweder du wählst Party-Member aus, oder du sagst Selected Characters. Und bei Selected Characters, da kannst du auch noch die Reihenfolge bestimmen. Ja, ich sehe es bei dir. Hallo, ich kann dich nicht. Da ist halt, sorry für CC, aber in dem Game ist es halt Naru. Ich hatte CC eine lange Zeit. Aber. Da ist CC nicht dabei. What the heck? Ja, guck dir. What's wrong with you? Liegt einfach daran, dass es zu viele unterschiedliche Outfits für Naru gibt. Dann nimm doch einfach das raus, was du nicht so feierst und tu doch sie da rein. Aber ich feiere sie alle, das ist mein Problem. Und du sagst, ich soll mir einen fucking OC machen. Also ja. Ich wüsste, wie mein OC drauf wäre. Azusa. Das ist Narus Kindheitsfreundin. Die auch noch so mächtig war, Naru in ihre Kindform zu bringen. In ihrer Fate-Episode von ihrer Grand-Version, die ich mir ja übers Lotterie losgeholt hatte. Mhm. Weil da habe ich mir ja wirklich die komplette Fate-Episode durchgelesen, weil ich sie jetzt endlich konnte. Das ist das Lied. Okay.
eine Pistole. Wir brauchen nur noch 7 Pistols und wir sind erlöst für heute. Und morgen die anderen 20. Sidequests, warte mal, erstmal Settings. Mal gucken. Selected. Yeah. Nicht Sidequests, Side-Stories. Soll ich dir nochmal zeigen, wo du da hinkommst? Warte, ich muss gerade. Wie gesagt, und durch die Reihenfolgenbestimmung ändert sich das dann immer nur, wenn du auf Switch drückst. Also. Willst du jetzt wissen, wo du zu den Side-Stories kommst? Ja, Side-Stories. Hallo. Ja. Du gehst da auf Gameplay-Extras, hast da den Punkt Side-Stories. Warte, Gameplay-Extras? Ja, das ist nur ein Stück weiter unten. Das ist so ein richtig fettes Banner, da musst du draufdrücken. Da sind so Untersachen drinne. Ich hab's außerdem im Stream gezeigt, wo du drauf. Ach, da! Ja, ich hab da auch gerade nicht hingeguckt. Ja? Letzte Seite, also Seite 5. Side Stories? Ja. Und dann Seite 5. Seite 5. Ist, by the way, die letzte Seite aktuell von den Side Stories. Und dann hast du's da. Das ist direkt in der zweiten Reihe gleich das erste Event. Code Geass. Es lockt. Complete Chapter 13. Okay. Ach ja, du musst ja. Ich vergesse das immer wieder, wenn man nicht so weit ist. Weil mich das. Ja, musst du halt ein bisschen Story laufen. Muss ich bei jedem 13 sein, Minimum? Ich bin bei Kapitel 10, Guess. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass du Kapitel 13 sein musst, um generell die Side-Stories zu laufen. Das kann ich dir aber nicht beantworten. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob irgendwer im Chat dieses Wissen hat, zufällig oder nicht. Aber ich hab den alten Namen drin. Dann schick mir mal auch dein Freundes... Oder warte. Ich schick dir gleich mal meine Freundes-ID über WhatsApp. Dann schick mir noch mal eine Freundschaftsanfrage. Ja. Oder nimm's direkt aus meinem, aus dem Stream. Warte, ich bin gerade im Dings. Musst du gleich nochmal machen? Ja, nee, ich schick dir die ID per WhatsApp. Ja, nee, die Zahl wollte ich nicht tippen. 8477. Also, wir haben 27, 94, 84, 77, passt. Sam, weg. Klingt wie so eine Telefonnummer. Ja, aber das ist ja nur die Freundes-ID. By the way, wie aktiv sind meine Freunde denn so? Sind noch irgendwelche seit 2 Tagen inaktiv? Ich sagte schon, wer nicht wirklich aktiv ist. Ja, by the way, aber diesmal schmeiße ich dich dann auch nicht raus, weil, brauche ich dann auch nicht mehr, weil, warum auch? Oh, der Greif ist süß. Der Greif? Ich kämpfe gerade gegen den Griffin. Achso, ach, da, wo lag auch die letzten Tage fest. Also, sich... Festing wie? Nee, nicht Festing, aber auch sich mit dem ein bisschen mehrfach geprügelt hat. Griffin. Ja, alle so relativ aktiv, das finde ich gut. Ja. Warte, dann mache ich das mal gerade jetzt schnell. Ja, ich habe noch 6 Plätze frei. Ich habe ein paar neue Anfragen. Cool. Search. Gucken wir mal kurz durch. Das ist Details. Das enttäuscht. Ich war jetzt ein bisschen. Okay, der hat nur 150er Belial. So, hab. Ja, den Tod nehme ich mal an. Der hat einen 150er Belial. Oh, lol. Sponge.
geschämt. Moment, dann muss ich mir gleich erstmal bei dir kurz was nachgucken. Oh Gott, jetzt wird die kritisiert! Ey, ist das so zu Tode! Ich sehe schon dein Team. Ja. Also. Was denn? Let my man out of it. Aber dann als Star-Charakter Julius? Wen? Hier unten, Star-Charakter Julius? Das kannst du noch abändern bei dir. Lol. Mach ich, Moment. Wen hast denn du da drin? Da hast du Agni drin. Neptun? Alexiel? Hamza? Ja, okay. Warum ist in deinem Dark Support nur Bahamut drinne, wenn du auch Belial hast? Ich hab mich nicht damit beschäftigt. Ich werde einfach zu Tode kritisiert. Ich will dir nur die Hinweise geben, stell dein Belial noch mit rein. Ja. Give me a second. Ist dein... Oh ja. Ach, du hattest den doch ja mit einem Kristall aufgewertet, nur auf 60. Mhm. Ja. Wenn du die Side-Stories laufen kannst, wenn du die Info haben willst, wo du noch so einen Kristall herbekommst, sag mir Bescheid. Okay. Es gibt über eine Side-Story, hast du die Möglichkeit, noch so einen Sunlight Stone zu bekommen. Dann kannst Eugen joined your party. Dann. Ach, dann warst du gerade bei Auguste. Also im Archipel Auguste. Kann sein. Ja, das ist Story bezüglich Levitain. Oder wie im Deutschen gesagt, Leviathan. Leviathan. Also ich bin jetzt bei 38 Hafen. Zwei Hafen noch und ich bin damit schon mal zumindest so weit durch, wie ich es erstmal farmen wollte aktuell. La la la. Wieso schreiben die nicht Autor anstatt Semi? Das musst du einstellen. Semi-Auto bedeutet, dass du nur Standardangriffe machst und nicht auch deine Skills aktiviert werden. Also meinst du Charge? Nicht, nee. Bei Semi wird auch deine Charge aktiviert. Was ich meine ist, dass deine hier die Charakter-Skills aktiviert werden. Das kannst du aber über Menü und dann, also im Kampf auf Menü oben gehen. Und dann hast du hier Auto-Settings von Semi auf Full stellen. Dann läufst du die Dinger im Auto-Modus. Dann werden die Skills aktiviert. Also dann aktivieren deine Charaktere auch ihre Skills. Und greifen nicht nur stumpf an. Eine Sache aber sei dazu gesagt. Heilende Skills werden nicht aktiviert. Frag mich nicht wieso, aber das wird von Full vom Automodus in Full komplett ignoriert. Ja, ich glaube, das hatte ich ja mal bei dir mal gesehen, als du ja trotzdem Auto gegangen bist und dann trotzdem auf Heal geklickt hast. Da, ja, das hier musst du dann immer noch selber manuell machen.
Was ich halt generell nicht so ganz verstanden habe, warum man einen Full-Auto-Modus. Aber gut, vielleicht gab es irgendwas, was da nicht so sauber funktioniert hat oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich immer so über Overheal so und dann. Nee, Overheal kannst du ja nicht, weil die Heal-Skills haben ja auch nur eine ein bestimmtes Heal-Cap. Die heilen ja nicht bis ins Unendliche. Die haben ja auch Cooldown und das alles. Also overhealen kannst du dich recht. Also eigentlich so gut wie gar nicht. I call back up. Ja, dann kann ich jetzt mal kurz, solange ich warten muss, mal kurz gucken, welche der beiden Side Stories das war, wo du warte mal, sind das sogar alle drei? Oh lol. Treasures. Ja, wo kam der alte Sack her? Welcher alte Sack? Ich hatte gerade einen alten Sack-Team. In manchen Story-Abschnitten musst du mit einem vordefinierten Team spielen. Weil das halt storybedingt ist. Der war aber auf einmal plötzlich da, als mein Team noch da war. Meine Meinung. Ach so, dann war das, glaube ich, so Hilfe für dein Team. War das hier drin? Kriegst du Lyria? Da kriegst du eine das. Da kriegst du nur die Sachen. War das dann doch 2? Ja. Also wenn du noch mal wissen willst, wo, musst du es nur sagen. Ich habe es gerade mir mal rausgesucht über die Wiki für den Sunlight Stone. Musst du zwar einmal komplett die Event Story spielen, aber ich meine, das geht ja dann schnell. Ja, ich meine nur, weil dann kannst du halt dein Belial auch auf 80 ziehen. Kommt da nicht an. Nach 60, die machen immer 20er Schritte. Ja.
Und nach 100 musst du Zeug sammeln, damit du ihn auf 150 bringen kannst. Dann! Weil ich glaube, dafür gehen. Warte mal. Billiard. Nee, sammeln. Da, genau. Ja, genau. Sunlight Stones kannst du halt nur für die ersten drei Stufen nehmen und danach musst du Materialien nutzen zum Uncappen. Das ist ja, das ist dasselbe bei Bahamut und dasselbe bei Lucifer. Ich meine, ich bin gerade bei mir so ein bisschen am Pendeln, ob ich das nicht eventuell gerade für meinen Lucifer mache, weil ich hatte noch zwei, also ich habe ihn auf 2 von 3 Uncap vom normalen und für die anderen beiden müsste ich halt nur Zeugs farmen. Das geht für mich halt recht schnell. Mhm. Weil dann hätte, dann, ich meine, es wird an sich empfohlen, eine voll entwickelte Kopie zu nehmen, weil ab 5 Sterne ist sein Call. Er gibt 30% ATK ab und HP Recover und Boost Charge oder Boost die Charge Bar, wenn deine HP voll ist. Und restort auch noch 30% der Max HP aller deiner Teammitglieder. Maximum Heal Caps sind 3000. Das ist schon nice. Oh. Okay, wir haben noch nicht. Pistol. Keine Pistol. Axt. Sad. Warte mal, wie viele? Ich habe genau einen Sunlight Stone. Ich meine, dann könnte. Ja, mache ich das? Mache ich das nicht? Es wäre schon an sich nice, wenn ich einen Licht. Ja, weil mein Lucifer dümpelt halt auf 80 rum. Das sind alles. Was kann ich denn noch so für Side Stories machen? Demon Slayer? Oder Demon Slayer hat keine Side Story. Ja. Was gibt es denn noch so für Side Story Collabs? Oh Gott, du fragst mich gerade, warte. Es gab noch die von Shadowverse. Also diesen Hero kriege ich dann auch, oder wie? Nee, von dem. Also, nicht. Dieses Shadowverse, sondern das Original Shadowverse Game. Also, die haben nicht mit dem, ich rede jetzt nicht vom Anime, sondern das Collab mit dem Game dazu. Wo du halt Charaktere aus dem Game bekommst. Ja, okay. Du kannst aber, by the way, wenn du alle Side-Stories machen kannst, ne? Mhm. Kannst du auf jeden Fall. What Makes the Sky Blue 2 Paradise Lost machen, da kriegst du noch so ein Sunlight Stone. Also den kannst du dir dann auswählen. Da hast du dann noch Demi Summons. Ich würde dir aber empfehlen, nimm den Sunlight Stone, wenn du halt das für Belial nutzen willst. Den glaube ich am logischsten, oder? Gesundheit.
Ja. Also, weil vor allem die Demi-Summons sind halt auch nicht so gut im Vergleich zu ihren Originalen, die du halt zwar nur per Gacha kriegst, aber es ist so, ich habe mich damals auch für den Sunlight Stone entschieden und du kriegst da auch den Event-Sandal von raus. Oh. Wo kriege ich den angeketteten Lancelot her? Moment, da muss ich. Oh Gott. Nee, war das. Oh Leute, ich hab's richtig. Ja, das ist, by the way, sogar ein Event-Charakter gewesen. Das Event heißt Four Knights of a Fallen Land. Das müsste auf der ersten Seite zu finden sein. Du kannst aber grundsätzlich mal so den Hinweis für dich oder generell für Leute, die sich, die gerne diesen Tipp hören wollen. In jeder Side-Story hast du die Möglichkeit, dir drei Premium-Draw-Tickets zu holen. Dafür musst du nur ein paar Sachen farmen. Und du hast nur zwei Raids. Sobald du den höheren Fight schaffst, lauf einfach nur den höheren, da droppt dir halt das in einer angenehmeren Menge. Das mache ich nämlich immer, sobald Side-Stories neu dazukommen, gehe ich rein, clear die einmal und hol dann mir nur diese Skip-Tickets raus. Also, ach, warum sage ich Skip-Tickets? Ich meine die Premium-Draw-Tickets raus. Tickets. Too much to know. Ja. Bisschen. So, ich mach das jetzt einfach mit meinem Luchifer. Nur mal so. Lucifer Level 100. Uncap again. Was braucht man dafür? Na, wo fehlt's mir? Ich wusste es, dass mir genau. Okay, die Sachen kann ich mir aber farmen. 25 davon. Die Sachen kann ich mir, by the way, jetzt sogar herstellen. Oh, das ist Stein in der Ecke und ist schön. Hast ihn halt eingeschüchtert. Hab den gar nicht mal gesehen. Der hat mich nicht mal gesehen vorhin. Kann ich mir die irgendwo traden? Nein, natürlich nicht. Ach, komm schon, Spiel. Na gut. Ja gut, die Sachen kriege ich easy hin. Vielleicht mache ich das mal auf Stream morgen. Lass mal kurz checken, was. Keine Schusswaffe. Es ist ein Bogen. Ja, wenn das so weitergeht, bin ich mit dem Bogen auch bald fertig. Toll. Das ist doch. Düm. Ja, nein, ich habe jetzt gerade kein Interesse daran, Sinnoh. Oh, das ist ein frischer Fight. Ich call mal Backup. Ich mache das. Geschockt. Ja, dann kann ich meine volle Rotation mal spielen. Paralyzen. Damage. Kombination hiermit. By the way, ich habe kein Barmut. Lol. Nee. Attack! Gott.
You can summon Varia. Kann man das ausstellen, dass die irgendwie einem ständig sagen, wer ready ist zum Beschwören? Nee. Also ich glaube zumindest nicht. Ich muss aber dazu sagen, ich finde das gar nicht mal so schlecht, weil so musst du nicht die ganze Zeit gucken, dass irgendwer aktiv wird, sondern es wird dir halt gesagt, wenn einer wieder ready ist. Lich King. No, nicht jung. Witch King? Lich King. Ja, by the way, ich hab den jetzt einfach nur Lich King genannt. Ach, Lich King. Was hast denn du die ganze Zeit verstanden? Ich dachte Witch King, aber ich habe halt die ganze Zeit Bitch King verstanden. Nein, Lich. Also noch deutlicher, Lich kann ich nicht sagen. Du hattest... Irgendwie war da immer ein B drin. Keine Ahnung. Du bist ein B dran. Nee. Vielleicht muss ich morgen einfach mal ein bisschen offscreen dann auch das hier noch ein bisschen farmen. Also, Akasha für die Sachen. Also langsam wird mir echt die Puste dafür aus. Ja, ist halt immer nur dasselbe und auf Dauer musst du halt auch irgendwann nur auf die Raids nur noch warten, dass die fertig werden. Das ist so... Ermüdend. Das war ein Dagger. Die vorletzte Harfe bekommen. Ich bin bei 39. Oh. Brauche ich aber gerade nicht. Ich warte jetzt noch das eine. Ach, na gut. Ich denke mal, wir machen Feierabend für heute. Das ja, also ich bin einfach fertig. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen heute. Wir sehen uns morgen wieder. 21:30 Uhr. Genau hier. Und ich wünsche dann noch einen schönen restlichen Freitag, Samstag, morgen. Wie man es nimmt. Ja, Freitagabend oder Samstagmorgen. Wir haben es 0:33 Uhr. Ja. Dann wieder schauen. Tschüss.